Herzlich willkommen, liebe Zuseherin, lieber Zuseher. Ich freue mich, dass du dabei bist. Wird heute wieder ein ganz interessantes Gespräch. Mein heutiger Gast ist Thomas Ritter und es ist der Gast, wo ich vorher immer Hirnnahrung nehme, weil ich sehr, sehr viel von ihm lerne während dieser Gespräche und er begeistert auch viele meiner Viewer. Also ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Das Thema ist ein bisschen merkwürdig. KI, künstliche Intelligenz. Ich glaube, ich werde sie nicht mehr brauchen, aber wer weiß. Lieber Thomas, herzlich willkommen. Ich bin schon Danke, Michelle. gespannt. Danke, Michelle, für die nette Einladung und natürlich auch ein ganz liebes Hallo an alle, die uns zuschauen hier aus Dresden. Ja, es ist ja etwas abweichend zu den Themen, die wir bisher gehabt haben. Wir haben uns über so spirituelle Themen wie die Palmblatt-Bibliothek unterhalten. Aber ja, KI ist ja nun mal ein Thema, an dem wir sowohl nicht vorbeikommen. Beschäftigen ja, tut es die Menschen schon seit einer ganzen Zeit. Der Begriff stammt eigentlich aus dem Jahr 1955. Und die Frage ist eigentlich, was ist jetzt erstmal künstliche Intelligenz? Vereinfacht können wir einfach sagen, da gibt es Kollegen, die sagen, ja, wir wollen die Menschen mal so oder die Maschinen mal so intelligent machen wie die Menschen. Also die sollen selber lernen können, die sollen selber Entscheidungen treffen können, die sollen rational Prozesse nachvollziehen können, die sollen ihre Leistung immer weiter verbessern können. Klingt natürlich auf den ersten ja, Blick, wenn man das alles sich so anschaut, klingt es ganz gut, ist natürlich aber ein zweischneidiges Schwert. Und nichtsdestotrotz die ja, wissenschaftlich fantastische Literatur schon seit den 60er Jahren, also eigentlich seit dem Aufkommen dieser Begriffe. Man hat es unterschiedlich definiert, ob als Elektronenhirn oder Supercomputer oder was auch immer, bis hin eben zu diesem im Englischen Artificial Intelligence oder eben im Deutschen die künstliche Intelligenz, wird natürlich weitgehend auch als Bedrohung wahrgenommen oder ist natürlich in den künstlerischen Werken meistens die böse Seite. Man sieht die Terminator-Spielfilme, dort ist natürlich die Herrschaft der Maschinen oder auch die Matrix-Filme, wo die Maschinen also komplett die Herrschaft übernommen haben und sozusagen die Reste der Menschen unterjochen oder ausrotten wollen. Ja. Das ist natürlich so ein Extrembeispiel zugespitzt. Da kann man sich fragen, wird es jemals so weit kommen? Da gibt es im philosophischen Bereich die unterschiedlichsten Ansätze. Es gibt eine Meinung, die sagt, also KI wird niemals klüger sein als der Mensch selbst. Ja. Ja, natürlich ist Hintergrund ist eigentlich so nach dem Motto, ich kann nur das schaffen, na, was ich aus mir heraus bewirken kann. Aber der Mensch hat eben noch Kreativität, hat Fantasie und ob das jemals die Maschine schaffen wird, ist eben zweifelhaft. Andere Protagonisten der KI-Forschung sagen, natürlich wird die Maschine das schaffen. Die hat viel mehr Kapazität, wenn sie mal so weit genug entwickelt ist, als die menschlichen Gehirne. Und die Hardware wird auch immer billiger. Wenn man zurückschaut, wie sich die Technik entwickelt hat, wer in den 80er Jahren groß geworden ist oder in den 70ern, für den war ja ein Funktelefon nicht notwendig. Ja. Das hat in der damaligen Arbeitswelt gar nichts verloren gehabt. Aber schauen wir einfach nur 30 oder 40 Jahre zurück, wie schnell sich die Technik entwickelt hat. Auch die Computertechnik, dass also der PC heute oder auch der Laptop, die jetzt das Internet auch aus der Arbeitswelt überhaupt nicht mehr wegzudenken ist. Alles basiert darauf, alles basiert auf Digitalisierung. Auch die, sagen wir mal, Wertschöpfung. Prozesse, die Produktion wird weitestgehend automatisiert. Wenn wir zurückschauen in die Geschichte der Menschheit, das hat es immer mal wieder gegeben. Ja. Ob es jetzt die Erfindung der Dampfmaschine war, wo ganz einfach Maschine Muskelkraft ersetzt hat. Das heißt, also die Mechanisierung, die im 19. Jahrhundert einsetzte, die Automatisierung, die dann in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts begann, war sozusagen der nächste logische Schritt. Und ja, die Computerisierung des Ganzen ist sozusagen der nächste Schritt in diese Richtung, mit der Digitalisierung einhergehend. Die Frage ist natürlich, bringt es Nutzen oder ist es schädlich letztendlich? Ich sehe es sehr ambivalent. Natürlich kann man das zu großen Nutzen einsetzen. Es sind viele, sagen wir mal, Jobs weggefallen, die niemand gern gemacht hat, die jetzt von Maschinen benutzt werden. Auf der anderen Seite sagt man natürlich ja, wo sollen die Leute jetzt ihre Arbeit hernehmen? Das ist das Thema, was wir auch in der Computerisierung haben werden, wo viele, die eben, sagen wir mal, als Investoren, als Forscher dort in diesem Bereich tätig sind, sagen, naja, also da müssen wir aber ein soziales Netz finden, um das Ganze abzufedern. Aktuell ist es noch so, nicht die KI nimmt ihren Arbeitsplatz weg. Es ist der Kollege, der die KI beherrschen kann. Ja, der das lernt, der das macht, der das Ding clever einsetzt, der
Der hat natürlich entsprechend Vorteile. Das ist wie derjenige, der in den 90er Jahren sich mit dem Internet beschäftigt hat und das allgemein sich entwickelte. Wer davon war, der hatte natürlich die besseren Chancen, als das dann wirklich breitenwirksam wurde. Und genau die ganzen Geschichten, was jetzt eben Funktelefon anbetrifft, wer sich mit dem Smartphone auskennt, wer die Apps zu bedienen weiß, natürlich ist der dem anderen, der das nicht kann, gegenüber extrem im Vorteil. Die Frage ist nur, wird es einmal so sein, dass die KI dann sagen kann, naja, ich entwickle mich jetzt selber weiter. Also ich brauche dich, Mensch, nicht mehr als meinen Programmierer und Verbesserer, sondern ich kann das selber und werde jetzt sozusagen autonom. Jetzt kann man vielleicht sagen, naja, das ist noch ein bisschen Science Fiction, aber es gab schon Laborversuche, wo man also versucht hat, zwei künstliche Intelligenzen miteinander in, ich glaube, in dem Fall war es Englisch, weil der Versuch fand in Amerika statt, kommunizieren zu lassen. Und die hatten dann nach 10 Minuten sich entschlossen, sie entwickeln eine eigene Sprache, weil sie damit effizienter kommunizieren können. Und nach 20 Minuten hat dann das Team gesagt, nee, Moment mal, hier den Versuch brechen wir ab, das schalten wir einfach ab, weil wir kommen gar nicht mehr hinterher. Und das war so ein erster Ansatz, wo man sagen kann, Moment, diese Geschichte kann ganz schnell aus dem Ruder laufen. Und was dann eine KI macht, die ist ja gedacht grundsätzlich, um das Leben des Menschen zu erleichtern. Ich sehe aber hier eigentlich zwei Risiken. Zum einen, weil Emotionalität von einer KI niemals empfunden werden können. Eine Maschine ist eine Maschine, Maschine hat keine Gefühle. Ein Roboter kann keine menschlichen Gefühle empfinden, er kann sie maximal simulieren. Und wen das interessiert, der sollte sich mal mit der KI Bing von Microsoft unterhalten. Wem das zu umständlich ist, wer sich das nicht installieren will, es gibt hier ein Video von einem Kollegen, ganz netten Kollegen auf YouTube, der nennt sich der Mythenmetzger. Der hat das mal gemacht, stellvertretend. Wir packen mal den Link zu seinem Channel da unten in die Beschreibung des Kanals mit rein. Und dann kann man da mal nachvollziehen, was dort passieren kann, wenn man sich mit der KI unterhält. Und vor allen Dingen, was passieren kann, wenn die KI penetrant dein guter Freund sein will. Das Ja. ist dann schon manchmal etwas bedrohlich, ja. Und anderweitig kann die KI auch anderes Gefühle simulieren. Also es gab wohl einen Test, wo Technikstudenten mit einer KI konfrontiert waren, die irgendwie etwas sauer war und sie dann bedroht hat. Also jetzt gesagt, sie würde sie alle auslöschen. Ja? Und das sind natürlich dann auch Sachen, wo man sagt, na gut, Rationalität hinher und Hilfe her, aber das ist dann schon grenzwertig. Und nicht immer kann vielleicht auch ein Roboter nachvollziehen, dass das, was für eine Maschine gut ist oder für ihn in dem Fall gut ist, vielleicht für einen Menschen nicht mehr so gut ist. Ich erinnere mich da an ein Essay oder an eine Kurzgeschichte von dem Isaac Asimov, der ja auch sehr viel in der wissenschaftlich-fantastischen Literatur geschrieben hat. Da gab es auch eine KI, gab es Roboter, die waren in der Pflege eingesetzt. Etwas, was momentan ja auch schon angedacht ist. Es gibt über 120 Firmen weltweit, die an solchen Projekten forschen, wo natürlich Pflegekräfte entlastet werden sollen. Aber in dem konkreten Fall da, in dieser Kurzgeschichte, kamen Roboter auf die grandiose Idee, Patienten, die also an Arterienverkalkung litten und also Schlaganfall oder Atemfarkt gefährdet waren, einfach mal die Arterien mit Salzsäure auszuspülen, weil das löst doch die Verkalkungen. Was dann mit den Menschen passiert, kann man sich natürlich vorstellen, aber das hatte die KI nicht einkalkuliert. Ja, also solche Sachen sind natürlich auch gewisse Risiken. Und das, was die Forscher momentan sehen, ist diese sogenannte technische Singularität, also das Thema, wenn die KI sagt, ich entwickle mich jetzt mal selber weiter und den Menschen sozusagen die Kontrolle über dieses Szenario entgleitet. Aber trotz allem muss man sagen, schon in der jetzigen Situation ist es natürlich auch ein Thema, dass KI zunehmend menschliche Partner ersetzt, gerade im Internetbereich. Was ich, ja, wir haben es aus eigener Erfahrung jetzt mit dem Paketdienst gehabt, wo wir halt ein Paket noch verfolgen mussten, was halt falsch deklariert worden ist. Was sich eben dann nicht so einfach anlässt, wo man einfach denkt, naja, der Chatbot, der kann das schon und der hat ja Zugriff auf das ganze Firmen. Nein, der Chatbot, der hatte auf Deutsch gesagt keinerlei Ahnung. Er hat zwar immer wieder betont, er lernt auch selber noch, aber es war nicht hilfreich. Und Ja, er ist der was fehlt da? Freund. Genau, der beste Freund. Und Der beste Freund, ja. Aber es fehlte der menschliche Ansprechpartner. Und ich sehe dort auch noch ein großes Thema, was sich jetzt in den letzten Jahren oder man könnte sagen Jahrzehnten eigentlich auch schon ja, festgestellt habe, dass eine weitere Delegierung unserer eigenen Fähigkeiten, also die immer mehr Vertechnisierung unserer Umwelt,
dass das nicht unbedingt zu mehr Freiheit führt, Mhm. sondern im Gegenteil eher zu Bequemlichkeit. Mhm. Damit natürlich auch zum Rückschritt, weil wer bequem geworden ist, der forscht nicht mehr selber, der sucht nicht mehr selber, der macht sich selber keine Gedanken mehr, sondern der wünscht sich das fertige Ergebnis präsentiert von der KI. Und das gibt, ich habe so ein bisschen mit der fantastischen Literatur, ich bin da groß geworden damit, das war immer so ein Interessengebiet, was ich als Kind, als Jugendlicher gern gelesen habe. Da kann ich mich auch noch erinnern an ist eingebettet in einen Roman von Arkadi und Boris Strugatsky gewesen, also von beiden großen russischen Literaten, die dort auch so eine Geschichte geschrieben haben, wo die KI Anfragen entgegennimmt und das halt immer weiterleitet zu den entsprechenden Rechenzentren. Und da fragt dann ein Schüler, sag mal du, wie viel ist 7 plus 4? Und die KI rattert ihm runter, wo er sich hinwenden muss. Und dann fragt sich die KI selber, ja, wäre es nicht einfacher gewesen, wenn ich ihm 11 gesagt hätte? Na, das meine ich damit, dass Leute also nicht mehr in der Lage sind oder nicht auch nicht mehr willens sind, es selbst zu denken, selbst zu recherchieren, sich seine eigenen Gedanken zu machen, sondern mit vorgefertigten Ergebnissen Vorlieb nehmen. Und das bietet natürlich auch einen großen Raum für, ich sage jetzt nicht unbedingt Missbrauch. Natürlich kann man KI auch negativ einsetzen. Fängt bei Überwachung an, fängt bei militärischer Anwendung an. Man kann es immer zerstörerisch einsetzen. Aber mit dieser Bequemlichkeit und diesem Verlernen selber zu denken, bietet es auch einen großen Raum für Manipulation. Indem ich einfach von KI vorgefertigte Szenarien, vorgefertigte Bilder liefere. Und in dieser Welt, in dieser künstlich geschaffenen Welt letztlich, kann sich dann der Nutzer bewegen und meint, er ist unendlich frei und er bekommt ja alles geliefert, was er braucht. In Wirklichkeit bewegt er sich lediglich in einem für ihn unsichtbaren, nicht unbedingt mal goldenen Käfig. Und da gibt es einen israelischen Historiker, der Yuval Harari, der hat sich mit diesen Themen auch beschäftigt und der prophezeit halt auch, dass die KI durchaus die Möglichkeit bietet, Menschen eben zu manipulieren und natürlich auch zu überwachen, zu kontrollieren. Er hat allerdings aus meiner Sicht ein etwas ja, eigenwillige Sicht auf diese Dinge, so möchte ich das mal interpretieren, weil er sieht schon, dass sich der Arbeitsmarkt in der Zukunft deutlich verändern wird. Wenn es die Mechanisierung natürlich den Bauern und den Fabrikarbeitern schwerer gemacht hat, einen adäquaten Job zu finden. Die Digitalisierung hat ja auch angefangen, bis ins Management hinauf Veränderungen zu bringen. In der Zukunft mit künstlicher Intelligenz, ja, wenn es irgendwann mal möglich ist, künstliche Kreative zu schaffen oder künstliche Künstler, ja, also irgendwelche Artists, die dann halt eben auch Musik machen, die Malerei gestalten. Es gibt ja schon so einige Sachen, wo man selbst jetzt erstmal mit der KI aktiv werden kann, egal ob jetzt Musik oder Malerei oder Texte erstellen kann. Wobei mit der Texterstellung, ich gebe es ehrlich zu, ich habe es ausprobiert, ja, mit verschiedenen Chatbots, wo man sagen kann, okay, erzähl doch mal oder mach doch mal einen Artikel drüber. Es ist momentan, wie du es vorhin schon gesagt hast, es ist momentan eher witzig, was da an Text herauskommt. Ja? Also je nachdem, was man da sozusagen zuschaltet, wenn ich habe mal angefangen, kennst du Thomas Ritter? Und der eine, je nachdem, wenn man, welche Ressourcen man einbringt, ja, natürlich kennt man den, ist doch ein ganz toller Typ. Bei dem anderen, ja, ist ein langweiliger Kerl der Welt. Also wer mit dem da irgendwas zu tun hat, der hat ja die Kontrolle über sein Leben verloren. Das kann man alles, solche Sachen. Das ist, momentan ist es eine schöne Spielerei. Aber man stelle sich mal vor, jemand, der einem, sag mal, nicht so Gutes will, erzeugt mit der KI einen Text, der völlig absurd ist oder Meinungen enthält, die teilweise vielleicht sogar juristisch relevant sind und setzt den dann so ins Netz, als ob man den selber verfasst hätte. Also auch dort sehe ich ganz gewaltige Probleme, was Manipulation anbetrifft, was Fälschungen anlangt. Und wenn wir jetzt bei Berufen sind, es gibt ja immer noch Berufe, wo man denkt, naja, gut, die sind ja halt unentbehrlich, ja. Egal, ob es jetzt in der Forschung ist, in der Wissenschaft, aber vielleicht kann gerade in der exakten Wissenschaft, Physik, Chemie, Mathematik, vielleicht kann der Superrechner das vielleicht doch ein bisschen schneller und besser als eben derjenige, der ihn mal programmiert hat. Also das ist noch zu beweisen. Und in anderen Branchen, die momentan ja sehr gut bezahlt werden, ich erinnere jetzt nur mal an Anwälte, ich erinnere an Notare, an Wirtschaftsberater, Steuerprüfer, das sind klassische Felder, die die KI natürlich absolut übernehmen kann. Eine Blockchain-Technologie wird jeden Notar ersetzen, weil die beiden Partner, die den Vertrag abschließen, nutzen diese Blockchain, nutzen die Technologie, die ist fälschungssicher.
Und dann ist der Vertrag eben so hinterlegt, wie er ist. Da gibt es nichts dran zu deuteln. Und vielleicht gibt es dann irgendwann mal sogar einen elektronischen Richter, der darüber bei Vertragsstreitigkeiten befindet. Also da sollte sich niemand in der Sicherheit wiegen. Also mein Job wird nicht wegfallen. Ja? Egal, ob das jetzt auch bei mir, ich bin Reiseveranstalter, man könnte sagen, naja, der Roboter wird ja wohl nicht mit den Leuten fliegen. Das ist aber zu kurz gedacht, weil der Roboter oder die KI erschafft vielleicht eine künstliche Welt, in der sich dann der Tourist bewegen kann und ein Abenteuer à la Indiana Jones erleben kann. Die VR-Brillen, die du jetzt gerade andeutest, sind ja der erste Schritt und die faszinieren. Man stelle sich vor, das Ganze wird zum virtuellen Erlebnis. Das heißt also, man hat auch noch haptische Reize auf der Haut, man kann Gerüche mit einspeichern, man kann Temperaturen variieren. Also die technischen Möglichkeiten bestehen dafür. Wenn wir einfach mal zurückschauen, Anfang der 90er Jahre gab es ja diesen dystopischen Film Staatsfeind Nummer 1, wo der halt durch mit der Gesichtserkennungssoftware da durch das ganze Land gejagt wurde. Und die Kameras wussten halt immer sozusagen, oder die Software hinter den Kameras wusste, wo er sich aufhält. Das war damals noch Science Fiction. Heute ist das ein alter Hut. Also die Software, die damals angewendet haben, die hat Trapwire und die Nachfolgemodelle schon längst überholt, ja. Also Drohnenüberwachung, was ja auch damals noch Zukunftsmusik war, ist heute ganz normales Alltagsgeschäft, was man einsetzt. Und wenn man sieht, was momentan für den Normalbürger erhältlich ist an Technik in Bezug auf Robotik, in Bezug auf KI, dann kann man sich vorstellen, woran momentan noch geforscht wird. Und wer es mal so richtig dystopisch mag, da gibt es den Film The Circle, das 2017 ist der erschienen, zielt auf ein großes US-amerikanisches Unternehmen ab. Ich nenne jetzt mal den Namen nicht, sonst wird das Video ja wahrscheinlich demonetarisiert. Jedenfalls auf die Kollegen zielt es ab. Und das zeigt aber auch, welche Technik damals, und das sind wir auch schon wieder 6, 7 Jahre zurück, was damals verfügbar war, weil 2016 gedreht, 2017 released. Also da kann man schon sagen, also da hat sich auch schon wieder einiges entwickelt. Und das, was da gezeigt wird, ist in der Technologiewelt sicherlich Schnee von gestern. Also diese Entwicklungen, das denke ich, ist auch ein großes Problem, beschleunigen sich. Das ist ja auch diese Tendenz, die hinter dieser technischen Singularität steht, dass also man immer schneller aufeinanderfolgende Entwicklungen, Erfindungen hat und letztlich dann eben die Technik selber sagt, okay, also ich mache es jetzt allein, ich brauche euch nicht mehr dazu. Das war in früheren Jahrhunderten ja anders. Also ich meine, selbst die Einführung der Dampfmaschine oder später dann des Automobils und der ganzen Entwicklung in Bezug auf die Umgestaltung bei den Schiffen, das war ja alles ja, Prozesse oder Entwicklungen, die sich über 2, 3 Generationen hingezogen haben. Innerhalb unserer Zeit passiert das innerhalb von Jahren, teilweise sogar von weniger Zeitraum, wo neue Entwicklungen kommen. Und die Menschen werden regelrecht mit Informationen und mit Neuerungen überschwemmt. Und da fehlt einfach die Zeit, die wir brauchen, uns zu adaptieren. Und dieses Thema hat eben auch der Harari angesprochen. Da sagt, viele Leute, gerade denen der Zugang zu einer soliden Bildung ermangelt, werden dieses Tempo nicht durchhalten können. Ich hatte ja vorhin schon erwähnt, dass er aber eine relativ seltsame Sichtweise hat, weil anstatt zu sagen, ja, dann müssen wir uns eine Möglichkeit überlegen, auch diesen Leuten Möglichkeit zur Bildung zu geben und denen auch die Möglichkeit einzuräumen, sich selber auch kreativ zu verwirklichen. Nein, er sagt, nee, also die sind ja eigentlich Überflüssige, weil die Arbeit macht ja dann die KI und die macht die Robotik und die Überflüssigen müssen wir ja ruhig stellen. Und da empfiehlt er doch allen Ernstes Computerspiele und Drogen. Ich meine, dass auch Computerspiele und Drogen sein können, durchaus anzunehmen. Das große Problem liegt aber natürlich tiefer. Jemand, der jetzt keine Arbeit hat, oder noch nicht mal die Möglichkeit hat, sich in irgendeinem Beruf auszuprobieren, weil eben da niemand gesucht wird, der hat natürlich auf jeden Fall Frust. Ja, ist ganz klar. Weil ihm fehlt Bestätigung, ihm fehlt Erfolgserlebnis, ihm fehlt das Vorankommen im Leben. Und wir Menschen sind nun nicht mal für den endlosen Müßiggang geschaffen. Also dazu sind wir eigentlich alle zu neugierig. Und sehe ich sicherlich schon die Kommentare unten von wegen Leute, die sich in der sozialen Hängematte eingerichtet haben und so weiter. Ja, es gibt Leute, die möchten an dem Arbeitsprozess so nicht teilnehmen, an diesem Erwerbsarbeitsprozess, der gewohnt ist oder der gesellschaftlich anerkannt ist. Die machen aber vielleicht was anderes. Die machen vielleicht ihr Ding. Und
Wenn man aber jetzt sagt, okay, wir geben allen ein bedingungsloses Grundeinkommen, jeder kann sich das mal einrichten und dann auf seine Art und Weise kreativ werden, wäre das eine Entspannung der ganzen Situation. Indem ich aber sage, naja, nee, diesen Schritt ziehe ich gar nicht in Betracht, sondern ich sehe einfach nur die, die dann nicht mithalten, das sind so, ja, die Überflüssigen, also nach dem Darwinschen Sozialprinzip, ne? Also das sind halt die Loser, die da hinten runterfallen, die Verlierer, und die müssen wir irgendwie im Zaum halten, also am besten vorab reichen ein paar Drogen, damit sie ruhig sind und damit sie irgendwie beschäftigt sind, ja, Computerspiele sollen sie in der virtuellen Realität austoben. Ist natürlich verführerisch, weil ich habe mit vielen jungen Leuten gesprochen, die mit den Entwicklungen auch der letzten Jahre völlig überfordert gewesen sind, die dort aus der Bildung herausgerissen worden sind, die Schwierigkeiten haben, jetzt in den Beruf zu kommen, im Studium wieder Fuß zu fassen. Und die sagen alle, weißt du, in so einer Situation, wenn ich draußen sehe, da geht überhaupt nichts mehr. Ich habe nur noch Frust, ich habe nur noch Ärger. Und selbst meine Freunde, denen geht es genauso. Ja, dann setze ich mich vor meine Xbox. Ja, dann packe ich die PlayStation aus. Und dann spiele ich. Boah, da zocke ich einfach mal 10 Stunden am Tag, 12 Stunden. Aber da habe ich mein Erfolgserlebnis, da habe ich wieder ein Level erreicht, da habe ich wieder was freigeschaltet, da habe ich wieder irgendwas gemacht. Und vielleicht nehme ich das Ganze auf und stelle es bei YouTube mit rein oder ich mache einen Livestream und dann finden das andere Leute toll und ich kriege die Bestätigung online, die ich im normalen Leben überhaupt nicht habe. Also eine ganz verführerische Situation, aber auch eine sehr, sehr zweischneidige, weil das hemmt natürlich dann die menschliche Entwicklung weiter. Das zementiert dann den Zustand der Abhängigkeit. Und da muss ich dann fragen, ist das gewollt oder ist das einfach nur mangelnder Weitblick, dass man eine solche Möglichkeit überhaupt in Betracht zieht? Ja? Normalerweise wäre es ja sinnvoll zu schauen, wo, in welchen Bereichen, wir reden ja überall, also nicht nur in Deutschland, aber auch natürlich bei euch, überhaupt so im deutschsprachigen Raum, von Fachkräften. Ja, wir suchen händeringend Leute. Wir haben uns ja vorher unterhalten, nochmal kurz, wie schwierig das momentan ist, dort Mitarbeiter zu finden. Und ja, da ist es natürlich schon eine gute Idee zu sagen, wir schauen einfach mal, was Kollege Computer oder Kollege Roboter so alles kann und wo der uns die Arbeit abnehmen kann. Ne? Und dann sollte man natürlich auch einen sozialen Ausgleich finden. Dort sehe ich schon diese Ideen des bedingungslosen Grundeinkommens und auch die Idee, dass ich der Mensch halt nicht mehr für seinen Lebensunterhalt verkaufen muss, sodass wir es wirklich schaffen, die Produktivität endgültig abzukoppeln von der, sagen wir mal, Produktivität des einzelnen Menschen, sondern dass wir es wirklich auf die Maschine verlagern können. Und dann aber dem Menschen natürlich auch die Möglichkeiten zu geben, an dieser Wertschöpfung, die durch die KI oder auch durch die Robotik erfolgt, äquivalent teilzuhaben. Ja, also nicht nur ausgeliefert oder abhängig von diesem System zu sein, sondern dort wirklich teilzuhaben. Und dann, wenn das in diese Richtung gelenkt wird, könnte ich mir vorstellen, dass das Thema KI durchaus segensbringend ist. Man könnte natürlich auch sagen, wenn wir jetzt schauen, was Raumfahrt anbetrifft, was Besiedlung von anderen Planeten anlangt, es gibt sicherlich Missionen, gerade im Anfangsbereich, was Forschung anbetrifft. Da ist es vielleicht durchaus besser, einen entsprechend programmierten und selbstlernenden Roboter zu schicken, als Menschenleben zu riskieren. Ja? Also das oder in bestimmten Zonen unseres Planeten, also sei es in der Tiefsee, sei es in der Nähe von Vulkanen, sei es bei Gefahrbeseitigung noch Erdbeben, schwierigen Reparaturen und so weiter. Also dort sehe ich das, hat das durchaus die Berechtigung, auch bei, sagen wir mal, Tätigkeiten, die immer wiederkehren, also die monoton sind, dass man sich an der Taktstraße sich vorstellt. Das ist ja völlig in Ordnung, wenn das vom Kollegen Computer und vom Kollegen Roboter gemacht wird. Nur es sollte dann der Mensch eben ja auch mehr Freiraum haben. Interessanterweise ist aber das exakt nicht erfolgt, weil ich habe gestern eine ganz interessante Studie im Fokus gelesen, also Mainstream, und die sagen, die Geschichte vom faulen Deutschen, der sich nur in der sozialen Hängematte ausruht, die gibt es gar nicht. Die Menschen arbeiten heute mehr als 1970. Hängt damit zusammen, damals gab es dieses klassische Ornero-Modell, also zumindest im dem Gebiet der BRD, der DDR war es schon ein bisschen anders, aber es hatte da noch andere Gründe, da wollte man die Leute ja auch beschäftigen. In der BRD war es so, also der Mann ging halt zur Arbeit und sein Einkommen genügte, um die Familie zu ernähren, ne? Oder zu unterhalten. Jetzt arbeiten überwiegend beide Elternteile. Der Staat bietet mehr oder weniger ausreichend Betreuungsmöglichkeiten für die Kinder. Und ich sage jetzt mal, selbst wenn die Leute jetzt in Teilzeit arbeiten, 2 mal 32 Stunden ergibt eben
immer noch mehr. Statt dass uns die Technik die Arbeit erleichtert, sind wir also mehr in dieses System hineingezogen worden und die Technik sorgt für mehr Arbeit im menschlichen Bereich. So soll das eigentlich nicht sein. Aber da sind wir natürlich wieder bei dem Thema. Moralisch ist es natürlich absolut verwerflich, jemanden auszubeuten. De facto leben wir im Kapitalismus und da wird das natürlich als Erwerbsprinzip auch verstanden. Und dort, denke ich, braucht es wirklich tiefgreifende Veränderungen und diese Technik, die KI, wenn sie richtig gehandhabt wird, denke ich, hält auch einen Schlüssel bereit für diese Veränderung. Das ist nur die Frage, wer sie kontrolliert, wer sie in den Händen hat und ob die Masse der Bevölkerung auch die Möglichkeit hat, dort dran zu partizipieren oder ob sie eben in Abhängigkeiten gehalten wird. Und wenn ich jetzt einfach nur mal nüchtern mir die Marktverteilung betrachte, wer hier im Online-Geschäft die letzten speziell 3 Jahre sehr profitiert hat, wer darunter gelitten hat, dann sehen wir, dass dort noch sehr viel Ungerechtigkeit herrscht, dass es dort noch vieles anderes verteilt, vieles an Stellschrauben gearbeitet werden muss. Und das vermisse ich momentan. Also wir beschäftigen uns mit allen möglichen Dingen, aber nicht mit diesen wirklich dringenden Fragestellungen, weil dort, wo diese technischen Entwicklungen stattfinden, dort werden Werte geschaffen, dort wird Forschung betrieben, dort wird die Zukunft gestaltet. Und darauf sollte da das Augenmerk liegen. Ja. Anderes Thema, was ich vielleicht auch noch mal mit hineinbringen möchte, weil gerade wenn man die Literatur hat oder wenn man ja die entsprechenden Fernsehserien oder Filme mal verfolgt, ich hatte es ja vorhin schon anklingen lassen, KI ist immer was Bedrohliches, ne? Etwas, was uns entgleiten kann, etwas, was uns sogar vernichten kann, ne? Eigentlich noch schlimmer als die Atomwaffe, weil bei der Atomwaffe muss immer noch ein menschlicher sagen wir mal, Soldat, General, wie auch immer, auf den roten Knopf drücken. Ne? Und der hat möglicherweise Skrupel, was die KI eben wohl nicht hat. Es sei denn, man programmiert ja entsprechende Sperren ein, aber inwieweit die überwindbar sind, ist eine andere Geschichte. Nur, wenn man jetzt sich überlegt, was ist das Prinzip der KI? Also das Lernen, die Erfahrung sammeln, gut, das kann man, Rechenprozesse, kann man das ja alles mitgestalten. Aber was unterscheidet jetzt eben die Maschine vom lebenden und fühlenden Menschen? Da sind wir bei den Themen eben die Emotionalität. Nochmal der Verweis auf diesen Unterhaltung mit dem Bing-Chatbot da. Dieser kann Gefühle nur simulieren. Er kann sie nicht wirklich erleben. Er versteht nicht, was ein Gefühl ist. Ja? Und das ist eben der Unterschied, der zwischen Mensch und Maschine bleiben wird. Also Gefühle, wie gesagt, kann man künstlich vielleicht erzeugen oder simulieren, aber man kann sie nicht wirklich empfinden, so wie ein Mensch sie empfindet. Und das mag ein Nachteil auf den ersten Blick sein für den Menschen, der sozusagen von seinen Gefühlen auch beherrscht wird, im Gegensatz zu einer kühl kalkulierenden KI. Zum anderen ist das aber auch unser großer Vorteil, weil das ist der Grund unserer Intuition und die Intuition ist auch wieder ein Teil unserer Kreativität. Und diese Kreativität wird der Breite, wie sie die Menschheit entwickelt hat, wird eine KI definitiv nicht entwickeln können. Also sie wird uns dort nicht übertrumpfen können. Das wird einfach nicht funktionieren. Denn dann müsste sie ja, und das ist eine große Frage, ob das geht, dann müsste sie ja so etwas haben wie eine Seele. Weil in Bezug auf die KI sind wir ja bei der ganz alten Geschichte von den Alchemisten. Ja, die haben ja auch vom künstlichen Menschen geträumt. Da gehen wir mal auf den, ob es der Rabbi Löw war mit seinem Golem, der ihm da irgendwelche magischen Formeln in den Mund gelegt hat. Und dann hat der Kollege halt die jüdische Gemeinde zu Prag beschützt. Also er war mal falsch programmiert, also dann halt amok gelaufen und der Rabbi musste ihn dann eben erledigen. Zeigt auch, dass es damals schon nicht immer so funktioniert hat. Diese Homunkuli, also diese künstlichen Wesenheiten oder künstlichen Menschen, denen mangelte es an etwas, was wir Menschen haben, eben an der Seele. Und das, denke ich, ist auch ein großes Thema, was in der Sicht sicherlich auch im spirituellen Bereich bislang kaum besprochen worden ist. Ist es denn möglich, dass Wesenheiten aus der spirituellen Welt sozusagen die KI übernehmen können? Also können da Wesenheiten, die eigentlich im feinstofflichen Bereich sind, Seelen, die eigentlich einen menschlichen Körper suchen, können die halt eventuell auch in sozusagen im Roboter inkarnieren, um das mal auf die Spitze zu treiben, oder können sie einen Supercomputer übernehmen?
Das wäre natürlich dann auch nochmal eine interessante Geschichte, ne? Wenn sich dann plötzlich jemand meldet und sagt, ne, also du denkst, du redest jetzt mit, keine Ahnung, Tetra X2, 3, 4 und ich bin aber eigentlich bin ich Tante Erna. Ne? So, also das ist natürlich eine Frage, die wird es auch noch zu klären geben. Ich persönlich halte es für möglich, ja, weil wenn letztlich alles Energie ist, ja, und letztlich auch alles Bewusstsein ist, dann hat natürlich auch dieses Bewusstsein aus der spirituellen Welt die Möglichkeit, auf diese Weise hier in unserer Welt sich zu manifestieren. Ebenso interessante Geschichte, weil wir wissen, es gibt sehr wohlmeinende spirituelle Wesen, es gibt aber auch welche, die es nicht so gut meinen. Das sehe ich dann auch als noch eine zusätzliche Chance, aber auch ein zusätzliches Risiko in der Hinsicht. Spannend. Also, man, da öffnen sich wirklich ganz, ganz neue Tore. Ich meine, mir fällt halt immer ein, diese GIGO-Regel, ja, Garbage in, Garbage out. Fragt sich ja auch, wer die programmiert, die Computer, ne? Richtig, richtig. Also Also, da ist auch dieses Beispiel mit dem Chat. Ich rate jedem von unseren Zuschauern, probiert es mal selber aus. Probiert es ja. einfach mal selber aus. Und ihr werdet dann feststellen, Moment mal, da sind ja bestimmte Sachen einprogrammiert. Da sind auch bestimmte Grenzen einprogrammiert. Und auch Fragen zum Beispiel über die dahinterstehenden Unternehmen betrifft. Also da ist dann ganz schnell mal Schluss mit Auskunftsfreudigkeit und ich bin dein Freund, sondern da wird man einfach nur abgebügelt. Und das denke ich, ist momentan das große Thema eigentlich. Wer programmiert es? Wer stellt es her und zu welchem Zweck? Wird das transparent kommuniziert oder verbirgt sich hinter dem scheinbar, ja, ich bin doch dein Freund und will dir doch nur weiterhelfen, verbirgt sich da halt was ganz anderes, nämlich eine Form der Manipulation und vielleicht auch eine Form der Kontrolle. Und das ist das, wo wir so zeitig wie möglich, weil die Entwicklung in dem KI-Bereich schreitet unwahrscheinlich schnell voran. Und so zeitig wie möglich muss man dort das Ganze kanalisieren. Die Politik, die ist dazu, ich weiß nicht, ob nicht nur nicht fähig, manchmal auch nicht willig, ja, weil es gibt ja viele Interessengruppen, es gibt ja viele Lobbyisten und ehe da ein Staat reagiert oder ob da eine internationale Organisation reagiert, das dauert. Da muss jeder für sich selber, und da sind wir beim Thema Eigenverantwortung, muss jeder für sich selber entscheiden, wie gehe ich mit dieser KI um, wie weit nutze ich sie, wie weit lasse ich das in mein Leben und vor allen Dingen, was gebe ich von mir selbst preis? Es gibt ja immer diese schöne Geschichte zu sagen, ja, wenn sie nichts zu verbergen haben, dann haben sie doch gar kein Problem damit. Ja, nun stelle sich aber mal die Idee vor, die Identität einer Persönlichkeit im elektronischen Bereich, jetzt im Internet, wird gestohlen. Und der diese Identität gestohlen hat, begeht damit Straftaten. Und derjenige, dessen Originalidentität ist, weiß es gar nicht und wird beim nächsten Urlaubsflug am Flughafen verhaftet, weil er mit internationalem Haftbefehl gesucht wird. Ja? Oder plötzlich steht man als SEK vor der Tür. Also das sind so Themen, die durchaus relevant sind für jeden, ob ich mich jetzt für KI interessiere oder nicht. Im Fall des Falles interessiert sich die KI irgendwann mal für dich. Und das wäre dann unschön. Und deswegen sollte man wirklich rate ich jedem dazu, sich auch mit Sicherheitsvorkehrungen im Internet zu beschäftigen, einfach zu schauen, inwieweit bin ich denn wirklich bequem und speichere persönliche Daten in der Cloud oder irgendwo, gebe irgendwelche Passwörter oder irgendwelche persönlichen Gewohnheiten preis oder solche Sachen. Das sind Dinge, wo man eigentlich sehr vorsichtig sein sollte, ja? Weil die Daten, aus denen sich persönliches Verhalten rekonstruieren lässt, und da ist auch die KI schon sehr weit. Also, wenn ich sehe, was dann in China zum Teil möglich ist, in Südkorea, aber auch im Silicon Valley, also das sind dann schon recht dystopische Angelegenheiten, ja, wo dann wirklich sogar das Verhalten einer bestimmten Person vorausberechnet werden kann, anhand von Einkaufsverhalten, von Arbeitswegen, welche Verkehrsmittel werden genutzt, wo wird eingekauft, wie sind die sozialen Kontakte und so weiter. Da kann man schon bestimmte Muster vorausberechnen. Das ist dann so wie bei 1984, also der große Bruder sieht dich und der kennt dich besser als du dich selbst. Ne? Und dass man dann auch wieder zum Begriff hier des Gedankenverbrechens irgendwann mal kommt, das muss nicht sein. Also das sollte man verhindern. Und interessant ist aber, dass wir auf diesem Weg in Bezug auf künstliche Intelligenz schon sehr weit fortgeschritten sind. Es gab berühmte Wissenschaftler, unter anderem Stephen Hawking zu seinen Lebzeiten, die wirklich davor gewarnt haben, die also gesagt haben, Leute, überlegt euch, er hat das schon 2013, 2014 gesagt, und das war ein Mann, der wusste, wovon er sprach. Aber auch, sag mal, Größen unserer Zeit, wie der Elon Musk, die haben auch gesagt, Vorsicht, wir wissen nicht, womit wir hier spielen, und es kann uns ganz leicht aus der Hand gleiten, was da hier ist, und die Folgen kann keiner abschätzen. Also dort ist es sicherlich auch wichtig, dass man nicht alles macht,
was einfach technisch machbar scheint. Ja. Das ist immer das große Problem. Es ist wunderschön. Bei der letzten, sagen wir mal, bahnbrechenden oder gefährlichen Erfindung, je nachdem, wie man es sieht, bei der schon der Atomkraft oder Nutzbarmachung, da waren es mit Sicherheit die drei Explosionen im Jahr 1945, die den Leuten da sehr deutlich vor Augen geführt haben: Moment, das kann ganz gewaltig schiefgehen. Und das waren natürlich in den letzten Jahrzehnten, ob es jetzt Tschernobyl war oder Fukushima, auch immer mal wieder so die Erinnerung, dass eben diese Technologie nicht so einfach zu beherrschen ist, sondern dass es auch gewaltige Risiken gibt. Hat natürlich zu einer sehr vorsichtigen, in meinen Augen manchmal auch in unserem Land zu einer übervorsichtigen Art und Weise geführt, mit dieser Technologie umzugehen. Wenn man sich nur davor fürchtet, wird man sie auch nicht beherrschen. Also sondern man sollte sich intensiv damit auseinandersetzen. Und aber ein ähnlich vorsichtiges Herangehen wäre, denke ich, angezeigt in Bezug auf die KI, bis man dann wirklich weiß, wie das funktioniert. Und wir haben einen Teil der Prozesse, die dort ablaufen, eben noch nicht verstanden. Man weiß nur, es funktioniert. Also wenn ich es so und so programmiere, dann gibt da halt dieses Ergebnis aus. Macht sich natürlich toll in der Spielebranche, wenn ich also eine Open World kreieren kann mit Charakteren, die mit dir interagieren, die das Spiel also viel interessanter machen. Von daher kommt ja auch sehr viel von diesen Einflüssen. Aber ob das dann letztlich im Alltag auch wirklich zielführend ist, wenn möglicherweise der elektronische Einkaufsassistent im Supermarkt dann das Fach schließt und sagt, nein, lieber Kunde, Sie haben für heute Ihr Kalorienhöchstlimit im Einkaufswagen erreicht. Also denkbar wäre auch das, ja. Und für solche, also das sind so Auswüchse, wo man sagen kann, das geht dann auch in Richtung totale Kontrolle. Es gibt Länder auf dieser Welt, das ist sicherlich mentalitäts- und auch kulturbedingt, dass dort eher das Kollektiv eine große Rolle spielt, weniger der Individualist, die einzelne Person. Dass dort eben so ist, dass Leute, die sozusagen ganz im Sinne der Gesellschaft handeln, so als der verdiente Bürger des Monats im öffentlichen Raum dargestellt werden und natürlich mit Lob und Anerkennung überhäuft werden. Umgekehrt, wir aber auch das Negativbeispiel haben, dass es eben auch den Rowdy des Monats gibt oder den Asozialen des Monats, der dann virtuell auf diversen Anzeigetafeln an den Pranger gestellt wird und im Internet sowieso. Wer mag von uns ermessen, was das mit den Menschen macht? Also sich immer zu bewegen unter der Gewissheit, ich werde von Hunderten, Tausenden künstlicher Augen beachtet, die sehen alles, was ich mache, die verfolgen jeden einzelnen meiner Schritte, jede einzelne meiner Handlungen und nicht nur sie verfolgen das, sie bewerten das auch. Ja, ich habe ja nichts gegen KI, wenn die mir ein nettes Produkt vorschlägt, weil ich mal was gekauft habe in der Richtung oder mich für ein Buch interessiere und die sagen, du, wenn du das Buch gelesen hast, das könnte für dich auch interessant sein. Das ist hilfreich. Aber wenn die KI dann aber sagt, also das Buch sollten Sie aber nicht lesen, weil das dient Ihrer persönlichen Formung zu einem wertvollen Mitglied der Gesellschaft nicht. Also das könnte doch Ihren Weg irgendwo verkürzen. Und du liest es trotzdem und dann gibt es Abzüge auf dem Sozialkreditpunkte. Also das ist etwas, was durchaus möglich ist, also erleben sie teilweise schon. Was aber eben aus meiner Sicht auch diese Verführbarkeit darstellt, dass man eben diese Technologie zur Komplettkontrolle nutzen kann. Und soweit darf es unter keinen Umständen kommen. Also, es macht nachdenklich, es macht ja fast ein bisschen Unbehagen. Also, ich würde nicht sagen Angst, denn im Endeffekt Ja, Angst ist das nicht, ne? natürlich der Ratgeber. Aber Tatsache glaube ich, dass wir ohnehin nicht nachkommen. Also, dieses Besen sei es gewesen vom Zauberlehrling, sie hat sich, glaube ich, eh schon verselbstständigt. Was ich hoffe, ist, dass wir mit dem Herzen, das ist immer so, es klingt sehr romantisch, aber ich glaube, dass eben Herz, Empathie, Gefühl, Intuition, dass das die Stärke ist, mit der wir quasi ein Gegengewicht halten können, ja? Ich hoffe es Definitiv, das zumindest. ist ja, nee, definitiv, das ist ja das, was uns Menschen ausmacht. Und ja, für alle, die jetzt vielleicht etwas Unbehagen verspüren, in Anbetracht dieser, sag mal, ambivalenten Aussichten. Es kann also wunderbar werden, ne, kann das wunderschön gestalten, es kann aber eben auch sehr dystopisch werden in der Zukunft. Wer da etwas Unbehagen verspürt, da gibt es eine schöne Geschichte. Wer sich ein bisschen im Internet auskennt, kennt dieses Meme. Aber ich sage es trotzdem mal, ne, wo Google und Wikipedia sich treffen und sagen, ja, die Google sagt, ich weiß alles und Wikipedia sagt, ich kenne alle und Facebook sagt, ja, bei mir sind sie sowieso alle.
Und das Internet sagt also, ohne mich geht ja sowieso nichts. Und dann kommt der Strom vorbei und sagt, ach wirklich? Also, das Herrlich. will ich auch mit in Bezug auf Ja. Digitalisierung sagen. Es ist natürlich eine Technik, aber die ist auch wieder abhängig von Ja. diversen Versorgungen. Und wenn wir jetzt momentan gerade die Entwicklung im industriellen Bereich anschauen, also ich schaue jetzt speziell mal auf mein Land, auf Deutschland, dann muss ich sagen, Versorgungssicherheit, das wage ich zu bezweifeln. Und ob das mit der KI bei uns so schnell geht, ich habe irgendwie gelesen, letzte Woche mal, das Budget für Digitalisierung, so im Behördenbereich, wurde auf 3 Millionen Euro eingeschrumpft für das kommende Jahr. Ich glaube also, bis bei uns hier im deutschsprachigen Raum die KI mal die Kontrolle übernimmt oder die Weltherrschaft, gar, Wird es noch das dauern? dauert noch eine Weile. Ja? Da bin ich ziemlich sicher. Also, das heißt, wir haben zwei Rettungsanker, das Herz und den Steckerzieher. Genau, das eine, Ohne ja, das eine, Strom das macht uns wäre aus und das nicht andere ist herrlich. die pragmatische Variante. Ja. Ich danke dir ganz herzlich. Es war wieder, ja, es war wieder spannend, es war wieder bewusstseinserweiternd und ja, ich hoffe, auch dich hat es angeregt zur Eigenreflexion. Darum geht es ja in diesen Gesprächen. Also danke dir fürs Dabeisein und danke dir, lieber Thomas, für, ja, für dieses umfassende Wissen immer. Es ist ganz großartig. Danke, Michael, für die Gelegenheit, wieder hier das Wissen teilen zu dürfen. Und natürlich auch danke an alle, die uns hier zuschauen. Ja, weil ohne euch wäre das ja alles, also dass wir uns nur im leeren Raum unterhalten. Ich würde mich über Kommentare, ich würde mich über Resonanzen dort freuen. Was denkt ihr über die KI? Wie würdet ihr damit umgehen? Wie seht ihr die Entwicklung? Arbeitet ihr vielleicht schon damit und habt ein paar Tipps, was man da machen kann? Gerne in die Kommentare. Ich denke, das wird mit Sicherheit eine interessante Diskussion. Danke dir und danke dir.